Einen etwas schaurigen Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu vielleicht sogar schon letzten Folge von Mario und Rabbids Sparks of Hope. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal ein paar kleinere Verbesserungen an unseren Helden durchgeführt. Bowser kann jetzt seine 5 Robo-Koopas machen. Das freut uns alle und ich würde sagen, wir schießen uns jetzt auf die Sternenwarte von Rosalina. Wir sind auf einem Finsterzeitmanta geritten, mit einem Raumschiff geflogen, auf einem Dampfzug gefahren und jetzt befördert uns eine Kanone zu unserem letzten Ziel. Misera! Sind alle bereit für den Abschuss? Ich habe den Rabattbot hier irgendwo gesehen. Was für eine Marktpräsenz! Nein, nö. Brauchen wir echt nicht mehr. Ich glaube wirklich, es ist soweit. Wir stehen jetzt dem krassesten Finale der Welt gegenüber. Wir sind auf einem Finster. Oh, ich hätte. Achso. Sind alle bereit für den Abschuss? Ja, sind wir. Ich habe den Rabattbot hier irgendwo gesehen. Ja, alles gut. Ich dachte nein, weil ich nicht mehr zum Rabattbot möchte. Aber alles gut, wir starten jetzt rein. Let's go. Und ich glaube, damit steht unser letzter Kampf bevor. Besiege Misera Sternenarm. Okay, scheinbar ist es so eins nach dem anderen, Stück für Stück. Ich bin dann mal wieder anwesend. Ich glaube, es ist so Stück für Stück. Erst die Arme, dann die Tentakel und dann sie selbst. Keine Ahnung. Oder vielleicht kommt Rosalina raus und kämpft dann mit uns gegen Misera. Ich weiß es nicht. Misera. Auch wenn wir auf 3 Schlachtfelder aufgeteilt sind, können wir nur gewinnen, wenn wir zusammenarbeiten. Misera ist zwar gut, aber ihre Sternenarme nicht. Konzentriert euch auf sie und natürlich darauf, nicht getroffen zu werden. Ja, probably. Misera wird bestimmt mit ihrem Arm angreifen, maybe, mayhaps, einen Helden anvisiert und ihn kurz darauf auf ihn heruntersausen lässt. Okay. Das nutzen wir zu unserem Vorteil. Seht ihr diese Trampoline? Wenn ein Held auf eins davon springt, bricht ein gezackter Stachel aus dem Boden hinauf. Bitte was? Pass auf, dass der Held, der auf ein Trampolin springen will, nicht in Reichweite des Arms gerät. Sonst wird er gewürgt. Es ist ein Gimmick-Kampf. Wir haben vorgegebene Helden. Und das ist genau das, weshalb wir nochmal reingucken. Wir können diese 3 Helden nicht wechseln. Wir haben maximale Stufe erreicht, sehe ich das richtig? Okay, wir müssen auf jeden Fall ein paar Sparks zuweisen. Yo, Mario, du kriegst. Ich mach einfach die Standard-Ding rein. Guys, macht's euch gemütlich. Die Folge heute wird safe ein bisschen länger. Ja. Genau, Wiederbelebung. Kriegt Prinzessin Peach. Ganz, ganz wichtig. In der Hoffnung, sie stirbt nicht als erste, aber sie hat relativ gut Leben, glaube ich. Und Rosalina hat schon welche. Ja, weiß ich nicht, ob Mercury sich noch lohnt. Boah, auf einmal geht die Musik los und jetzt ballert's. Okay, ich bin eigentlich damit zufrieden. 5 die maximale Stufe, ich hoffe doch. Wir haben relativ gut Heilung. Ich habe, wie gesagt, alle Helden gelevelt. Wir haben bei Rabbit Rosalina noch einen Punkt, aber den können wir nirgendwo mehr investieren. Maybe da oben. Ja, da. Aber da brauchen wir es nicht. Okay, dann würde ich sagen, let's flip and go. Ich freue mich schon seit viel zu langer Zeit auf diesen Kampf. Okay.
Ich hab gehört, wir können nochmal neu starten. Hab ich das jetzt nicht richtig verstanden? Aber wir haben jetzt schon so die Sache schon ausgelegt. Ich muss das jetzt nicht nochmal alles von vorne machen, oder? Nein, muss ich nicht. Okay. Das war so geplant, natürlich, Guys. Erstmal so zum Testen. Ich dachte, ich mache jetzt hier das Springen und dann... Passt das? Ach, ich muss auf die Hand ballern. Aber kann ich nicht einfach so machen? Wir testen es aus. Nein. Können wir nicht. Okay. Da weiß ich nicht, wofür diese Stacheln sind, wenn wir jedes Mal attackiert werden, wenn sich die Hand darüber befindet. Ich dachte vielleicht, okay, die Hand visiert jetzt Mario an. Deswegen, ist halt so. Aber scheinbar... What? Oh, jetzt können wir hier auch nicht mehr springen. Hä, der Kampf hat sich voll verändert, Mann. Ja, aber ist doch klar, dass ich jetzt zu 100% auf die Hand ballern werde. Ah, vielleicht, Lost, vielleicht hätte ich zuerst das Ding zünden sollen, das uns stärker macht. Ja. Ach komm, wir können es ja jetzt auch noch zünden. So ist ja nicht. Ich weiß zwar nicht, wie wir mit Rabbit Rosalina jetzt genau da wegkommen. Aber wir werden da auf jeden Fall schön Damage machen. Das gibt mir voll Masterhand bzw. Crazy Hand Vibes aus Smash Bros. Oh ja, das schmeckt. Der Soundtrack ist gewöhnungsbedürftig. But I guess this shouldn't be a problem. So, alle stehen eigentlich ganz gut, dass man hier mal ein Schutzschild zünden kann. Let's go! Oh, ich bin so gehypt. Errichte einen Teambarrier, die verbündete Reichweite für einen schienen und super-effekten Schutz gewährt zwei Ladungen. Nein. Wir müssen es auch nicht zum Anfang übertreiben. Ja. Ich will jetzt wissen, was die Hand macht, weil, also... Die kommen nicht bis zu uns, das weiß ich. Gut. Oha! Als ob... Ich starte den Kampf nochmal neu und wir sehen uns gleich an der Stelle wieder, weil scheinbar müssen wir allen Sparks zuweisen. Also, ich habe jetzt alle Sparks ein bisschen gelevelt, ein paar Waffenskins, ein bisschen Spaß gehabt tatsächlich. Und yo, jetzt muss ich natürlich erstmal reinfinden. Ich habe natürlich random Sparks genommen, weil ich keine Lust hatte, mich da jetzt nochmal eine halbe Stunde reinzudenken. So, er hat genau die gleichen wie vorher, deswegen sollte er eigentlich so hier so ein bisschen... Er hittet sonst keinen. Ah, das ist nicht gut. Egal, wir zünden trotzdem. Wir gehen prinzipiell auf die Hände, außer Gegner kommen uns explizit zu nah. Was machst du? Alle Waffenbasierten machen Wasserschaden. Gegen was bist du effektiv? Nichts ist effektiv. Cool. Ja. 1094. Das macht mehr Damage, in der Theorie. Man kann es ja einfach mal testen. Da Luigi aber die, in Anführungszeichen, wenigsten Leben hat, stelle ich Luigi viel, viel weiter weg. Und vor allen Dingen, Luigi macht ja auch mehr Damage, je weiter er weg ist. Boah, kann der weit laufen. Stronger Dude, Mann. Schön hier den Wasserschaden reindrücken. Er hat 3000 Damage. 3000. Oh, mich verfolgt, ja. Alle waffenbasierten Angriffe fügen wenig mehr Schaden hinzu. Alle Dash-Angriffe, ja. Warum nicht? Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt.
Wenn ein Gegner mit einer Waffe angreift, nur mit einer Waffe. Und die Hand, I guess, ist keine Waffe. Der hier kann Leute wiederbeleben und er kann ein bisschen Wasserschaden machen, Flächenschaden. Boah, ja, lass... Nein, man kann die Hand nicht schwächen. Okay, wichtig zu wissen, die Hand kann man nicht schwächen. Der Kollege ist 10 Kilometer weiter weg, der wird jetzt halt au machen. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ja, ein Stück nach links. Rutsch jetzt, komm. Zack, ja. Machen sie beide nicht? Mega unerwartet. 2000 Damage. Ja, das geht voll. Gab schon Schlimmeres. So, hier, komm. Drittes Schlachtfeld. Unsere 90%igen Main-Chars. Die Hand ist doch jetzt die, die wir vorher schon angegriffen haben, gell? Ja, die ist mit einem Schuss von Bowser kaputt, oder nicht? Ah, fast. Wir können uns trotzdem mal ein bisschen strategisch hin positionieren, weil da sind ja auch noch Gegner, deswegen. By the way, ich habe diese Holz-Ero-Klinge und ich finde, die sieht echt strong aus. Okay. Ja, Bowie, komm. Boom. Bowie macht seinen ersten Schuss und natürlich 5 feurige Robo-Koopas. Die ich nicht skippen kann. Die aufs Schlachtfeld losgelassen werden. Wichtig, umso mehr wir davon haben, umso besser ist immer, ja? Wir müssen... ist wichtig, ist wichtig. So. Die Musik hat so ihre Höhepunkte und dann hört man sie 10 Minuten lang wieder mal nicht. Du kannst Gegner wegmachen. Nee, doch, wegmachen. Und du kannst... Waffe macht Feuerschaden. Oh, really? Er kann das auch noch überleben? Dann zünd ich doch mal den Feuerschaden und guck, was, wie sich das dann bei der Attacke ändert. Es kann sich positiv ändern. Komm. Oh, wunderbar. Aber sie lebt noch. Wie viel Leben hat sie noch? Will ich heulen? 12. Ich will heulen. Aber hiermit wäre sie down. Gibt's dafür eine Cutscene oder so? Ich weiß es nicht. Schachmatt. Nein. Schachmatt. Ich glaube nicht, dass der da hinten, der Kollege, das überleben wird. Ah, es sind nicht alle drin, deswegen... Ich gebe den Zug einfach mal ab und wir gucken, was die Gegner machen. Lost. Komplett Lost-Aktion von ihm, da rein zu hüpfen. Alle kriegen schön Feuer-Damage. Wunder, wunderbar. Er kann sich voll heilen, ja. Misera sieht schon strong aus. Ich brauch dich fürs Thumbnail, ja? Machen wir dann. Wir sind wieder back bei Mario. Und es macht halt echt nicht wenig Damage an der Stelle. Ich darf mich nicht bewegen. Mit keinem. Weil sonst ist nicht so gut. Sonst schießt er mich an und ich will nicht nochmal Damage kassieren. Und mit ihm kann ich aber aus dem Radius raus. Ja, wunderbar. Ja, aber Mario, du bleibst erstmal hier. Du stehst hier eigentlich not bad. Bum, bum. Und jetzt müssen wir hoffen, dass Peach da hier noch was rausholen kann. Alright, die Hände sind down. Aber jetzt möchte ich eine Cutscene, come on. Ich wusste. Rosalina ist da immer noch drin. Dürfen wir nicht vergessen. Besiege Misera. Ja, sieht ganz nice aus. Ich habe gar keinen Bock. Weil ich nicht weiß, was es tut. Es sieht so aus, als hätte es eine Special Ability wegen diesem Stern. Die Kraft, die er erzeugt, kann kaum berechnet werden. Er wird bestimmt von den Sparks mit Energie versorgt, die Misera gefangen und ausgesaugt hat. Ja. Diese Sparks könnten auch gerettet werden. Befreit sie, indem ihr den Stern trefft. Ohne seine Kraft wird Misera geschwächt. Das hatte ich sogar tatsächlich vor. Das war das, was ich gesagt habe. 13.000 Leben. Das ist ein weiterer Kampf.
Dir werden keine Kosten und Mühen gescheut. Legit. Wie strong. Was haben wir bekommen? Vielleicht können wir nochmal Sparks leveln, weil ich habe wirklich alles aufgebraucht, was ging an Geld. Nein, wir haben nicht genug. Klar, ich könnte noch von denen hier Gebrauch machen, aber es sind jetzt keine überguten Sparks, deswegen. Okay. Let's go. Hier wird nicht mehr lange um den heißen Brei herumgerätet. Schließlich will ich ja noch ein paar Jumps rausholen. Oh, was halt ordentlich smart wäre. Wäre nur meiner Meinung nach dieser Sprung hier hin. Ich kann ihn einfrieren. Und ich kann mich hinter diesem Block hier verstecken. Und auf Misera ballern. No, ich hätte... Oh, no, 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 no. Wir müssen alle in den Radius kriegen, bevor wir schießen. Also Mario wollte ich sowieso hier hinstellen. Warte, wir können noch Peach ranholen. Peach hat 9000 Leben. Come on, Peach steht auf jeden Fall hier. Und Mario hat eine Teambarriere bekommen. Kann Peach überhaupt wen erreichen? Ja, nur die hier, gern. Oh, und wenn ich hier vorne stehe? Sogar noch Misera, okay. Dann steht Peach hier vorne und muss halt ein bisschen... Ja. Ich zünde mit Rabbit Rosalina den Spark, der uns alle stärker macht. Komm und voll rein da. Schön, schön, schön. Mit Captain Mario natürlich auch. Double Shot rein da. Wunderbar. Das hier macht unsichtbar, damit ich laufen kann. Ja, wir haben eine super Barriere, richtig? Habe ich noch irgendwas, was uns allen was bringt? Ich habe Rabbit Kong. Wir können Rabbit Kong spawnen, der Schockwellen macht. Und actually... Brauchen wir nicht. Ich will mal Rabbit Kong sehen, weil, come on. Come on. Ihr wisst Bescheid, Rabbit Kong. Das war mega krass und mega wacke Animation. Aber nun gut. Und rein da. Zack. Wir können höchstens mit Mario noch, falls sich einer dieser freundlichen Herren dort bewegen möchte. Skippen kann ich auch nicht mehr. Ich glaube, der B-Knopf ist einfach kaputt. Gegner ist dran. Let's go. Zeig mir, was du kannst. Sterben. Haha. Obviously werden alle auf Peach gehen. Ich habe maybe die Angst davor, dass Misera einen sehr strongen Angriff macht. 1000 Damage. Das ist alles, was du kannst? 1000 Damage? Du bist ja ein Mülleimer. Ich habe mehr erwartet. Hier sind unsere Guys. Probably Luigi macht mehr Damage, je weiter weg er ist. Oh, er darf aber auch nicht zu weit weg sein. Scheinbar. Oof, this scares me a bit. Boah, ich muss jumpen mit Luigi, damit wir überhaupt hinkommen. What is happening? Rabbit Mario holt auf jeden Fall einen Sprung weit nach vorne raus. Warum nicht immer so ein Dash? Luigi, kommst du bis zu... Das ist nicht dein Ernst, Luigi. Ach, come on. Rabbit Luigi muss noch getaked werden. Das wäre auch super. Rabbit Luigi hat ja keine große Distance, gell? Das ist schlecht. Aber so können wir Luigi carryen nach vorne. Stimmt, Luigi kann ja häufiger Teamsprünge vollführen. Kann ich noch irgendwie den Damage erhöhen? Ja. Wasserschaden. Wasserschaden. Wasserschaden it in! Keine Ahnung, ob Luigi das überleben wird. Das sind so viele Gegner, die ihm was Böses wollen. Okay. Ja.
Ist okay. Schwach machen. Ich kann zweimal dashen? Oh, wie angenehm ist das denn? Noch ein drittes Mal, schade. Aber so können wir gut ein paar Guys hitten. Misera natürlich nicht. In der Hoffnung, der hat kein Verfolg-Dings. Wobei er ja echt geschwächt sein müsste. Ja, warum nicht noch ein bisschen mehr Damage reindrücken? Komm, hier ist wirklich epischer Kampf. Hier muss geguckt werden. Zack, raus mit euch. Schön hier Out-of-Map-Damage kassieren. Die Sache ist, er macht diese Eisexplosion, gell? Ah, oh, not good. Wird Rabbit Mario davon... Rabbit Mario wird auf jeden Fall davon gehittet. That means... Ich mach das, glaube ich, von hier. Ich kann nichts dagegen tun. Ich muss diesen Typen auf jeden Fall attacken. Und es ist ja egal, in der nächsten Runde sind wir ja sowieso wieder bei anderen Guys. Oh! Maximal strong Aktion und wir können ja noch laufen, true. Wir sind ja Rabbit Mario. Wie krass wäre das denn? Ja, Luigi steht halt komplett offen da. Es tut mir so leid, mein Freund. Aber wenn er stirbt, Rabbit Luigi kann ihn wiederbeleben mit 70% der KP. Oh, ja, ja, lauf weg. Nein. Oh, nee. Du wartest doch nicht geplant. Luigi lebt noch. Das ist schon mal das Einzige, was ich sagen kann, was gut ist. Ach, Mann, nee. Ich stehe wieder 20 Kilometer weiter weg. Stehen alle hier hinten, ja, lost. Gut, Bowie hat eine krasse Range, deswegen sollte Bowie eigentlich jumpen dürfen. Deswegen tut Bowie auch genau das. Bowie hat die krasseste Reichweite von allen. Bowie hat das Recht. Ah, wunderbar, dir noch Damage gemacht. Komisches Viech. Und maybe könnte es diese Runde schon gewesen sein. Oh, komm. Damage. Ich glaube, es gibt safe eine dritte Phase. Ja. Davon könnt ihr ausgehen. Davon könnt ihr ausgehen. Deswegen platziere ich mich trotzdem strong. Ist das ein Heilradius? Krass, krass, krass. Hitte ich. Ich kann Misera nicht hitten. No way. No way. No way. Misera wird noch eine weitere Runde surviven. Außer wir zünden unser lieblingsneues Item. Zusatzbewegungsradius. Erstmal dash ich dich damit so kurz. Das ist ein schönes Super. Und, ah ja, springen kann ich ja nicht. Hitte ich von hier Misera? Nein. Hitte ich von hier Misera? Ja. Boah, aber es kann ja trotzdem sein, dass sie überlebt, gell? Wir fügen... Ich habe noch einen Aktionspunkt. No way. Bitte, komm! Bitte, bitte, bitte! Das wäre so nice. No way! Okay. Rebella... Es liegt an dir. Triffst du von hier? Du triffst auch nicht von hier, gell? Aber. Nein, wir können aber. Wir können aber. Peach steht noch offener als Bowser. Oh, oh, bad, bad, bad. Ich dachte, ich könnte. Ja! Ja, Mann! Ich kann doch was machen. Ich nehme dich aus dem Leben. Mach, dass du wegkommst. Okay.
Auf jeden Fall. Ey. Nee, ich kann's nicht mehr skippen. Wunderbar. Wunderbar. Kriegt alle Damage, ihr sollt sterben. Ja, ja, ja. In der Hoffnung, Misera ballert auf die Robo-Koopas anstatt auf Rabbit Peach. Das wäre so unfassbar krass. Okay. Guys. Noch 800 Leben. Das wäre noch ein gescheiter Schuss gewesen. Ihr habt gut Damage kassiert. Ich mache mir tatsächlich Sorgen darum, ob Rabbit Peach diese Runde überlebt. Wobei da gerade alle auf Bowser gehen haben, bin ich doch wieder ein bisschen zuversichtlicher geworden. Ja. Okay, aber hat noch genug Leben. So, komm zurück. Mario wird dich besiegen. Schließlich heißt das Game Mario und Rabbits. Shazam, meine lieben Freunde. Ich will diese Sparks alle für meinen Kampf nutzen können, bitte. Wir haben es geschafft. Wir haben sie aus Miseras Fängen befreit. Wir haben Misera wieder einmal aus dem Konzept gebracht. Ich spüre ihren Hass auf uns. Noch nie war er so schonungslos und intensiv. Ich glaube, ich habe Angst, Bibo. Nicht nur um mich, sondern um uns alle. Wir haben auch Angst, Jamie. Das ist eine ganz natürliche Emotion. Versuche dich auf unsere Aufgabe zu konzentrieren. Ja, natürlich. Diese Projektion dort, behaltet sie im Auge. Ich vermute, sie hat sie erschaffen, um die gesamte Energie unserer Waffen zu nutzen und die Kraft ihres Zauberstabs zu verstärken. Wenn wir oft genug auf den Zauberstab zielen, können wir vielleicht Miseras Verteidigung lahmlegen und sie direkt angreifen. Oh, was passiert? Das ist krass. Ist krass. Ihr könnt mir sagen, was wird natürlich heilig wieder. Geisteskrank. Das ist, oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe es. Das Ding hat auch nur 4000 Leben. Und mir wurde gesagt, wir sollen uns auf die Zauberstäbe konzentrieren, um die Bubble von Rosalina aufzufüllen. Alright, alright, alrighty. Yeah, so, probably werde ich mit Mario da drauf schießen. Ich muss mit allen drauf schießen. Nicht euer Ernst. Und damit laden wir Rosalina auf. Zu wie viel Prozent? 19. Okay. Mit richtig strong Schüssen. Nein. Oh doch, ich hitte, aber nicht komplett. Offen hinstellen. Let's go. Ich flieg darüber. Er kann mir nichts machen, weil ihn dash ich weg. So, er ist erstmal für ein paar Minuten ruhig gestellt. Komm, 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 let's go. Rabbit Rosalina macht ja so gut Damage für sowas. 50% schon. Okay, let's go, guys. Auf wen ziele ich? I guess I won't hit anyone. Ich muss so ballern. Aber ich hitte nicht, okay. Weil ich darf diesen Kollegen nicht aufwecken.
Was halt actually bad wäre. Wenn sich einer von euch bewegen möchte, tut das gerne. Ich kann nicht mehr die Cutscenes geben, es tut mir so leid. Ich würde, aber ich kann nicht. Lohnt sich gar nicht. Auch nicht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Oder er hat doch einen Verfolgerradius, nicht? Ja, eben verfolgt seine Gegner. Nee, ich riskiere es nicht. Ich überlege aber, ob ich vielleicht das hier riskieren soll. Und diese Gegner noch auch zum Schlafen bringen soll. Ich glaube, das tue ich. Aber es tut sich nichts. Ja, das hat sich ja nicht gelohnt. So, ich gebe den Zug ab. Tschüss, Meister. Wir sehen uns im Jenseits. Wo ich nie hinkommen werde. Hoffe ich. Zumindest heute nicht. 1000 Schaden. Was ein Noob. Wäre strong, wenn ich das von hier hitte. Aber natürlich tue ich das. Naja, überlege ich nicht lange. Da wird ein gezielter Pfeil reingedrückt. Bumm. Boah, jetzt habe ich wieder Bock, Arrow anzugucken. Habe ich schon länger nicht mehr geguckt. Oh, er ist der Nahkämpfer, genauso wie er eigentlich. Deswegen muss ich hier echt die Distance rausholen. Vor allen Dingen, er kann ja Double Dashen. Hier muss alles riskiert werden. Wundervoll. Wir haben noch Mario, aber Mario kann halt nichts. Mario kann halt ihn dodgen. Ich bin mir sicher, der ist sehr effektiv gegen Frostschaden. Wasserschaden, maybe? Lass mal ganz kurz gucken. Gegen Feuer, you don't say. Nee, ich greife da lieber nicht an. Ich heb mir das auf. Oh, das macht sehr viele Gegner schwächer. Skip doch! Es tut mir so leid. Ey, ich bin schon wieder seit 40 Minuten in der Aufnahme. Ich kann nicht aufhören, es macht so Spaß. Bewegt euch, ihr seid down. Genießen wir aber nochmal von jedem die Cutscene, warum denn auch nicht? Okay, let's go! Er kriegt einen Two-Hit. Passiert, aber er ist halt geschwächt des Todes. Er kann auch nichts. Maximal halt Feuerschaden. Ja, aber ich kann wieder laufen. Alright. Hä, wenn das den Effekt aufhebt, warum nicht? Macht das wirklich nur 0 Schaden? Ah, ne, ja, der Feuer macht Schaden, okay. So, komm. Ja, ja, mach das. Geh zu den Letzten. Oh mein Gott, was passiert? Wieso wirst du immer stärker? Wir brauchen Bowie ganz vorne. Deswegen wird hier schwerst debattiert, wie ich da vorkomme. Ich glaube aber, ich bin schon nah genug. Richtig? Richtig! Passiert was Spannendes? Wir werden es sehen. Fight time! Let's go! Hä? Der hat das geblockt. What? Hä? Ich check irgendwas wieder nicht richtig. Denke schon. Ich dachte, wir hätten alles richtig gemacht bis jetzt. Müssen wir auch auf Misera ballern? Oh, bitte sag nicht, dass wir auch hätten auf Misera ballern müssen.
LOL. Strong. Oh, ich bin gar nicht da. Sorry, guys. Ich hab's. Es tut mir leid. Sorry. Egal, war bestimmt auch ganz okay. Oh, ich kann sogar einen hitten. Wunderbar. Die Sache ist, müssen wir Misera angreifen oder nur die Zauberstäbe? Hitte keinen, okay. Ich gebe den Zug ab und... Ich hoffe, dass ich in der nächsten Runde Misera auch selber hitten kann. Weil... Ich wüsste nicht sonst wie halt. Okay, jetzt reicht's. Rebel Pete ist fast tot. Kann ich auch auf Misera ballern? Misera steht nicht zur Option. Hätte ich den Zauberstab? Natürlich nicht. Von hier, maybe. Ich glaube, der Block ist echt im Weg. Aber ich kann einen stabilen Flug machen. Wie oft kann ich das? Strong. Ist halt down jetzt, der Kollege. Ja, bevor ich das mache. Na, hier können wir auch noch einen Dash rausholen. Zack. Mich hier bitte durch. Und hier schöne Barriere hin. Wobei. Ah, ich kann nochmal dashen. Wunderbar. Das hier. Auf jeden Fall, bevor wir schießen. Und dann. Haha. 2000 Damage. Wir schaffen es ja schon mit einer Ladung hier komplett voll. Hä, als ob. Wobei, ballern wir doch noch auf den da. Weil das sowieso 100%. So, jetzt will ich noch mal gucken, was passiert jetzt. Ah, der verliert seine Arme oder wie auch immer man das nennt. I see. Hier wäre Bedarf nach Heilung, aber... Nee, ich stelle mir das noch nicht so stressig vor. Nee, ich gebe den Zug ab. Okay, dieses Viech verliert Stück für Stück die Flügel oder Arme oder wie auch immer, mit dem es sich schützt. Und wenn es keine mehr hat, kriegt es 10.000 Damage, volles Kanonenrohr ins Gesicht. Und dann ist es down. Das ist wahrscheinlich der Try. Oder bin ich lost? Alright. Wir müssen wieder ganz nach da vorne steppen. Ja, richtig. E.G., where are you, my friend? Ich glaube, das reicht alles, so wie ich mir das vorstelle. Ah, ich hätte noch einen Dash rausholen können. Hier wird gleich noch ein weiterer Teamsprung rausgeholt. Einmal für den Dash hier. Für den Double Dash, sorry. Triple Dash? Luigi, was ist los mit dir? Warum? Dann wird er reingeballert. Boom. Sehr schön. Und dann Dash. Da wird er weggerannt. Schön. Ich glaube, wenn, dann müsste er springen. Deswegen,
Rabbit Mario, stell dich mal ganz an den Rand und als ob wegen einem Millimeter. Let's go. Na, doch! Das macht ja gar keinen Damage! No, ich dachte, das macht jetzt voll viel Damage, weil es halt nur ein Ziel hat. Okay, die Truppe hier ist nicht die stärkste. Ich will halt mal wieder ungern mit ihm attacken. Aber wir können den hier attacken. Why then not? Der ist down. Wie weit kann ich noch laufen? Wieder den kompletten Weg zurück. Okay. Ja, das tue ich, glaube ich, auch. Hier gibt es, glaube ich, gar keinen mehr, der mich attacken könnte. Eben. Ja, wie viel Leben habt ihr? Ah, du hast ein bisschen wenig Leben. Dir könnte ich 30 wieder gönnen. Ich gebe den Zug ab. Und wir schauen, wie es erstmal weitergeht. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden mit dem Arm und mache jetzt nicht alles falsch. Der Kampf ist bis jetzt maximal lang schon. Erstmal ein saftiger Dash. Hier ein bisschen Mario Kart. Wichtig, wichtig. Ihr wisst Bescheid. Oh, lol. Oh, lol. Stimmt, sie ist ja fast tot gewesen, gell? Kollege, das ist ein bisschen off. Hä? Was ist das denn? Nein! Das ist der Scam des Jahrtausends. Peach wird sterben. Wegen so einer dummen Aktion vom Game. Cool. Die Heilung bringt mir gar nichts. Okay, Peach, du stellst dich ganz nach da hinten weg von all den Angriffen, die dieses Viech tun kann. Und heilst dich. Ihr habt es gesehen, ich habe das ausgewählt gehabt. Das Pilzding und es hat nicht funktioniert. Cool. Ein Applaus dafür, bitte. The furthest ist das hier und dann. Maximaler Scam, der hier schon wieder passiert. Unfassbar. Stell mich mit ihr offen hin. In der Hoffnung, die greifen mich an. Zu weit weg, okay. Denn ich schlage zurück. Ich kann es immer noch nicht skippen. Let's go. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie das Ganze ausgeht. Greif doch sie an, bitte. Dankeschön. Wieso kann er zweimal attacken? Ah ne, das erste war der Dash. Mach deine Welle. Nein, macht er nicht. Finde ich gut. Ich hätte gesagt, selbe Aktion wie gerade eben wieder. Ihn zum Schlafen bringen. Und dann da draufballern zum Auffüllen. Ich hoffe, ich mache das richtig. Weil wenn nicht und wenn ich hier jetzt sterbe, deswegen, weil das nicht gescheit erklärt wird, wäre ja unfassbar unfair.
Ich hoffe, jetzt passiert was anderes als vorher. Hat es geklappt? Ich glaube schon. Und damit ist unsere Schlacht gewonnen. Let's go. Hey. Mario, du und deine Freunde, ihr habt die Galaxie gerettet und mich ebenfalls. Warum ist das auf Englisch? Alles ist auf Deutsch, außer Rosalina. Strong. Ich danke euch. Oh, euch allen. Retten, Rosalina. Wir haben es versucht. Wir haben alles gegeben. Mein lieber Beepo, Energie wie die, die den Sparks Leben eingehaucht, kann nicht zerstört werden. Höchstens umgewandelt. Die Sparks danken euch, dass ihr euch in Gefahr gebracht habt, um mich zu retten. Und das tue ich auch. Ich habe einst meine Familie gesucht, so wie du jetzt nach den deinen suchst. Wenn du möchtest, kannst du gerne bei mir und den Sparks bleiben. Solange du willst, auch für immer. Ja, das will ich. Ich meine, ja, das wollte ich. Aber wie sich herausgestellt hat, habe ich bereits eine Familie. Sie ist komisch und geht mir manchmal auf den Zeiger, aber ich liebe sie. Und was ist mit dir, Hüterin der Sparks? Jetzt, da Misera weg ist, werden sich meine alten Kumpel bestimmt eine andere Aufgabe suchen. Ich denke, ich bleibe noch eine Weile bei diesen Grünschnäbeln. Mal sehen, ob ich sie durchbringen kann. Leb wohl, Mario. Deine Güte, dein Mut und deine Treue sind die Grundlage für viele Freundschaften. Auch für unsere. Oh, und Bowser, ist es nicht toll zu sehen, dass wir jedes Problem lösen können, wenn wir zusammenarbeiten? Auch wenn du mich damals meine komplette Sternwarte kaputt gemacht hast, du Goblin. Und damit, denke ich, sind wir am Ende des Games angekommen. Guys. Sag nichts. Das Game ist, so wie es ist, hier großartig. Es gibt Kritikpunkte. Ich gebe erstmal so eine Allgemeinbewertung. Es ist tatsächlich... Oh, das klingt hart. Eine 6 bis 7 von 10. Lasst mich ausreden. Erstmal über die positiven Dinge. Das neue Kampfsystem ist wunderbar. Es integriert sich super, es passt zum Spiel, es ist besser als das alte, es ist überarbeitet. Diese Open World ist großartig. Sie bietet sehr viel, meiner Meinung nach tatsächlich zu viel, was dich auf Abwege von der Story führen kann. Es gibt zu viele Nebenquests, was halt für mich ein krasser Minuspunkt, wenn nicht sogar zwei Minuspunkte sind. Es gibt zu viel, was nicht zur Main Story gehört. Man hätte vielleicht ein bisschen... Ja, ihr wisst Bescheid. Dann,
Auf jeden Fall die Charaktere, wie sie als Personen dastehen. Ich finde, jeder hat so seinen eigenen Stil bekommen. Ich finde, die Charaktere sind super, super geworden. Und wenn es auch nur diese Side-Main-Characters sind, die es pro Welt gibt, sei es dieser Bootsfahrer, sei es Mutti mit ihrem berlinerischen Akzent oder sei es auch sonst irgendwer anders, alle haben wirklich einen großartigen Charakter eingehaucht bekommen. Und das gibt auch nochmal fettes, fettes Plus. Es gibt viele Welten, das Spiel geht lange, es ist wirklich krass, es gefällt mir auch soweit. Und weiterer Minuspunkt sind die Bugs und Glitches. Häufiger, wenn wir einen Weg öffnen, der von schwarzen Tentakeln zugedingst ist, kommen danach diese Partikel, die erstmal eine Weile nicht weggehen, die das Game maximal zum Laggen bringen. Und das gibt für mich auch nochmal einen Minuspunkt. Damit kommen wir auf 3 Minuspunkte und das sind 7 von 10. Das Spiel ist großartig, ich empfehle es euch. Vor allen Dingen, Guys, es gibt ja noch 3 DLCs, die auf uns zukommen. Ich habe ja den Season Pass und einer davon wird ja mit Rayman spielen. Und ich bin mir sicher, diese werden auch nochmal fantastisch und großartig. Guys, für jetzt verabschiede ich mich. Es gibt nicht viel zum Game zu sagen, es war großartig. Die Sparks sehen super cute aus. Es ist wirklich grafisch, hat es mal wieder krass zugelegt. Außer das Wasser, das ist nicht so schön wie im ersten Teil. Aber das ist gar nicht schlimm. So, wenn euch das Ganze gefallen hat, Guys, lasst ein Like da, damit ich weiß, dass ihr dieses Game auch so feiert wie ich. Abonniert den Channel, um die DLCs und weitere solche Projekte nicht zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Thank you.
Die Credits gehen einfach länger als das komplette Spiel. LOL. Und Genie, wie fühlst du dich, nachdem du dein erstes Abenteuer als Ehrenheldin überstanden hast? Meine Gefühle als solche sind irrelevant. Die Mission war erfolgreich. Das ist alles, was zählt. Genie, ich dachte, du hättest dich weiterentwickelt, gelernt, mit emotionalen Angelegenheiten umzugehen. Entspann dich, Ipo. Das war doch nur ein Scherz, ein Witz, um für ein bisschen Heiterkeit zu sorgen. Ist das so? Nun, dann ist mein Coaching vielleicht doch nicht ganz umsonst gewesen. Ich bin stolz auf dich, Genie. Thank you.